wenn man in dem Bereich schon mal tätig ist, dass man nicht nur grundsätzlich, sag ich mal, die einfachsten Bedürfnisse befriedigt, hat man schon eine echte Zufriedenheit, die es schon so Richtung 4, 5 Sterne oder so gehen kann bei so einer klassischen Bewertung. Da sprechen die Patienten auch darüber, die sagen das weiter oder so. You're listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Dr. Baxman is a speaker, Amazon bestseller author, and multi-entrepreneur. Now he takes all that knowledge and brings it to you in one podcast. This is Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Martin, wir sprechen über ein spannendes Thema, wie ich finde, wo ich mich auch erstmal ehrlich gesagt ein bisschen einlesen musste, über Kano. Jetzt erklär doch mal bitte den Leuten, die zuhören, die vielleicht noch nichts davon gehört haben oder die das Thema nur mal so ein bisschen angerissen haben für sich, was ist das denn eigentlich? Also erstmal ist es im Prinzip ein Hilfsmittel, festzustellen, wie kann ich Zufriedenheit erreichen bei meinen Kunden oder Patienten. Für dich jetzt zu Hause, du musst jetzt nicht zwingend so ein Modell dann komplett 1:1 umsetzen. Es hat sicherlich auch, sag ich mal, einen gewissen akademischen Anteil, sich darüber Gedanken zu machen, was das genau ist. Aber so die Grundelemente, die das beinhaltet, womit man sich da auseinandersetzen sollte, die sollten schon klar sein. Und im Prinzip präzisiert es etwas, was wir schon mal beim Thema Customer Journey ganz am Anfang gehabt haben. Bei der Customer Journey hatte ich darüber gesprochen, es gibt im Prinzip mehrere Ebenen bei so einer Customer Journey, die erfüllt sein muss, damit der Patient am Ende oder der Reisende oder der Kunde, wer auch immer, am Ende zufrieden ist. Es müssen quasi so ein Grundskelett sein. Ich hatte damals gesagt, fahren wir mal von München nach Hamburg. Das heißt, es muss grundsätzlich erst einmal klar sein, dass wir, wenn wir in München losfahren, auch wirklich in München einsteigen und in Hamburg dann am Ende rauskommen. Das ist halt, sind so gewisse Basismerkmale, die müssen grundsätzlich immer erfüllt werden. Dann gibt es noch gewisse Leistungsmerkmale, die erfüllt sein sollten. Das ist sozusagen die zweite Ebene. Das heißt, okay, wir fahren mit dem Auto von München nach Hamburg. Wir sollten dort einen Sitz haben, der sollte bequem sein, der sollte sicher sein. Der Fahrer sollte auch, wenn wir es nicht selber sind, sollte es vielleicht auch irgendwie drauf haben, dass wir auch gesund und heile dort ankommen in irgendeiner vernünftigen Zeit. Und dann gibt es noch Begeisterungsmerkmale. Das sind dann Dinge, die noch da weit drüber hinausgehen, wo man dann plötzlich sagt, oh, super, gut, dass wir so eine tolle Aircondition haben. Die Playlist unterwegs, die war mega. Ich hatte so viel Legroom, wo ich da gesessen habe. Das war genial. Und ich hatte sogar einen kleinen Kühlschrank im Auto, wo ich leckere Getränke hatte. Und dann haben wir angehalten, haben was gegessen und hat der Fahrer ausgegeben, keine Ahnung. Und dann waren wir auch noch 3 Stunden früher da als eigentlich gedacht. Das sind jetzt einfach mal so fiktive Beispiele. Aber ja, das sind so Begeisterungsmerkmale. Und das ist so quasi dieses dreistufige Kano-Modell, dass man sagen muss, was führt jetzt tatsächlich zur Begeisterung oder zur Zufriedenheit? Und das ist ganz klar, dass man erstmal hingeht, dass so die Basismerkmale, die müssen schlicht und einfach erfüllt werden. Die Erfüllung dieser Basismerkmale, dass man ankommt, die sorgen dann auch schon zur Zufriedenheit oder, sag ich mal, Befriedigung des initialen Bedürfnisses. Ich will von A nach B, ich will meine Zähne gerade bekommen, was auch immer, sowas in der Art. Und dann ist das schon mal gut. Die Leistungsmerkmale, die sorgen dann schon darüber hinaus dafür, dass der Patient wirklich sagt, okay, das ist jetzt vielleicht ein Unterschied tatsächlich von der einen Praxis zur anderen Praxis, von der einen Reise zur anderen Reise. Das ist echt eine coole Praxis, sodass man sagen kann, wenn man in dem Bereich schon mal tätig ist, dass man nicht nur grundsätzlich, sag ich mal, die einfachsten Bedürfnisse befriedigt, hat man schon eine echte Zufriedenheit, die es schon so Richtung 4, 5 Sterne oder so gehen kann bei so einer klassischen Bewertung. Da sprechen die Patienten auch darüber, die sagen das weiter oder so. Und der letzte Punkt ist, wo man sagen kann, Begeisterung. Das ist natürlich ganz klar, was es bedeutet. Das werden richtige Fans idealerweise, die sagen das auch wirklich weiter, die sind begeistert. Andererseits aber auch, wenn dieser Begeisterungsfaktor fehlt, heißt es nicht, dass die Patienten oder die Kunden unzufrieden sind. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Also man braucht es nicht zwingend. Das war, wir haben beim letzten Mal auch kurz darüber gesprochen, ist so eine Patienten-Journey irgendwann mal perfekt oder so? Kann man die auch mal so lassen, wie sie ist? Ja, im Prinzip schon. Wenn man sichergestellt hat, dass wirklich Basis und vielleicht auch Leistungsmerkmale wirklich alle komplett erfüllt sind, dann ist das schon voll in Ordnung. Darüber hinaus braucht man nichts, weil dann sind die Leute schon auf jeden Fall zufrieden.
Ja, aber ist das nicht schwierig? Also, wenn ich das Kano-Modell jetzt mal runterbreche auf diese drei Bereiche, ne? Wenn ich einmal die Basis habe, dann einmal die Leistung und einmal die Begeisterung, ist es nicht schwierig, zumindest ab der Basis, also wenn die erfüllt ist, ich glaube, das erwartet jeder Kunde oder jeder Patient, aber gerade so im Bereich der Leistung, da so das ja so nach einem standardisierten Modell zu machen, weil ich denke mir mal, jeder Kunde, der in eine Praxis kommt, hat doch eigentlich andere Erwartung. Also klar, wie du sagtest, jeder möchte, dass die Basis stimmt. Ich möchte gerade Zähne, deswegen gehe ich dahin. Aber gerade so bei der Leistung könnte ich mir vorstellen, dass sich die Kundenerwartungen so ein bisschen aufdröseln, oder? Nee, sehe ich gar nicht unbedingt Nee? so. Okay. Sondern es ist tatsächlich recht standardisiert. Man muss sich halt damit auseinandersetzen, mit wem spricht man. Da sind wir wieder halt bei dem Thema Kunden, worüber wir beim letzten Mal auch schon mal gesprochen haben. Wer ist überhaupt mein Kunde? Was sind seine Erwartungen? Was sind seine Wünsche? Was stelle ich nach außen dar, was ich tatsächlich anbiete? Ein Beispiel hier in dem Klassiker, das ich auch mal wieder gerne aus dem medizinischen Bereich gebe, weil ich schließe mal einen Bogen, mache mal so einen Kreis, dann komme ich gleich dazu wieder zurück. Wenn wir in der klinischen Kieferorthopädie darüber sprechen, was ist so das Erste, was wir mit den Patienten machen, höre ich ganz oft von den Kolleginnen und Kollegen, dass sie sagen, wir fragen erstmal, was der Patient will. Und da sage ich grundsätzlich immer, okay, Vorsicht, das ist ein Minenfeld, denn im Prinzip sollten wir zumindest erstmal klar machen, was ist das Menü unseres Restaurants. Und dann können wir später daraus den Patienten wählen lassen. Also, wenn wir also eine Pizzeria haben und dann haben wir auch unser standardisiertes Vorgehen. Ja, der Patient kommt rein, er wird begrüßt, er wird zum Tisch gebracht, idealerweise setzt sich nicht einfach selber. Das wäre schon mal der erste Prozess, der über den Standardprozess vielleicht hinausgeht, dass er am Tisch zugewiesen wird und so weiter. Dann kann man denen vielleicht die Jacken abnehmen oder sonst irgendwas. Das wäre schon das nächste, was über die Basis hinausgeht, ist aber ein total standardisierter Prozess. Wenn Sie eine Reservierung haben, werden Sie idealerweise mit Namen angesprochen. Das ist auch ein standardisierter, ganz einfacher Prozess, der aber schon in den Wow-Faktor hineingeht. Das kann man schon mal alles grundsätzlich planen. So, dann setzen Sie sich an den Tisch und dann fragt er, ja, was möchten Sie denn heute essen? Ja, dann sagt er, ja, was gibt es denn so? Ja, Sie können wählen, was Sie wollen. Dann sagt er, okay, ja, super, cool. Ich hätte heute gerne Sushi vom Hummer. Schwierig, ja. Und dann sagt er, ja, wir sind aber eine Pizzeria, ja. Und dann kommt schon, jetzt kommen wir schon in den Konfliktbereich, nämlich automatisch hinein, wo dann schon gesagt wird, ja gut, okay, schade, ich hätte jetzt eigentlich Bock auf Sushi vom Hummer gehabt. Oder er sagt, warum fragt er mich? Ich kann aussuchen, was ich will. Und dann hat er dann doch nur seine ganz normale Pizzakarte. Und so weiter und so fort. Das heißt, da sieht man schon mal die verschiedenen Dinge, die da aufeinander zukommen. Nämlich, es ist gar nicht so individuell, wie wir uns vorstellen, sondern es ist ein standardisiertes Vorgehen. Es ist allerdings ein etwas anderes Vorgehen, nämlich wir sollten hingehen, dass wir quasi, jetzt kommt wieder meine Faszination für Logik, quasi in Entscheidungsbäumen denken. Es gibt erst wenige Auswahlmöglichkeiten. Du bist Kunde, ich bin Dienstleister. Hier ist dein Tisch, hier wirst du gleich essen und trinken. Du weißt, du kriegst was zu essen und zu trinken. Okay, was möchtest du trinken? Jetzt kann ich hingehen und fragen. Okay, wir haben hier eine ganz tolle Auswahl an verschiedenen Weinen. Rot oder weiß? Trocken, halbtrocken, keine Ahnung. Ja. Möchten Sie eine Weinbegleitung zur Vorspeise, Hauptspeise, zum Dessert? Das heißt, ich kann jetzt mit meinem gezielten Vorgehen, was vollkommen standardisiert ist, immer weiter in die Tiefe gehen. Ich mache jetzt quasi auf ärztlich gesprochen eine klassische Anamnese. So sollte sie nämlich sein. Nicht, dass wir einfach irgendeinen stumpfen Fragenkatalog doof abfragen und das dann wegpacken und nie wieder angucken, sondern es sollte ein Ziel haben, nämlich dass wir so viel wie möglich über diesen individuellen Kunden wissen, damit wir dann im Rahmen unserer Möglichkeiten, die wir haben, ein perfektes Angebot machen können. Trotzdem werden wir in der Pizzeria weder ein Auto verkaufen, noch eine Flugreise noch Sushi anbieten. Auch wenn wir vielleicht feststellen, hey, das findet der, würde der jetzt vielleicht cool finden, aber das ist halt nicht unser Angebot, sondern wir können ihm dann helfen, innerhalb des Menüs, der Karte, die wir haben, das Beste zu finden, was für ihn oder sie dann entsprechend gut ist. Und Ja. genauso bei uns auch in der kieferorthopädischen Praxis. Das heißt, es ist ja auch jetzt, glaube ich, nicht übertrieben, wenn man sagt, dass das Kano-Modell dabei hilft, in der Behandlung so eine gewisse Art von Struktur zu geben, ohne dass sich jetzt der Kunde irgendwie bevormundet fühlt oder sowas, weil das soll es ja auch nicht sein. Aber ne, dass man eine Struktur hat, wie du eben sagtest, dass man sich daran langhangelt quasi. Ganz genau. Und im Prinzip wird das Kano-Modell jetzt, sage ich mal, gar nicht, klingt jetzt so ein bisschen zu allgemein, wenn man sagt, so auf die Praxis anzuwenden, sondern im Prinzip wenden wir das auf jeden einzelnen Touchpoint.
den wir einmal haben, auf unserer Patienten-Journey, okay, wenden wir dieses Kanu-Modell an. Das heißt, wir gucken uns in jedem Moment, nehmen wir mal an, Touchpoint, Patient steht an der Rezeption, kommt gerade in die Praxis, kommt gerade nach vorne. Das heißt, hier haben wir jetzt wieder dieses Drei-Stufen-System einfach mal runtergebrochen. Er sollte idealerweise dort auch gesehen und bedient werden. Das ist ein Basisbedürfnis, das sollten wir erfüllen. Wenn wir das machen, wie wir es so häufig machen, jemand ist am Telefon, guckt nicht mal hoch, sondern der steht da und der guckt runter und spricht und sonst irgendwas. Damit haben wir schon mal angefangen, dieses Basisproblem zu verletzen. Wir können jetzt Glück haben, dass der Patient immer so einen Scheiß-Service gewohnt ist, dass er noch nicht mehr auffällt, dass sein Basisbedürfnis gerade verletzt wird, sondern sagt, ja, ist halt immer so, muss halt anscheinend so sein. Ja. Gut. Da könnte schon mal entsprechend dann gearbeitet werden, dass wir sagen, okay, erstmal, jetzt passend für euch vielleicht in der Praxis, erste Regel, Blickkontakt mit jedem, der reinkommt. Ist selbstverständlich. Dann in der Regel, wer vorne steht, geht immer vor im Vergleich zum Telefonat. Beim Telefonat kann man eben ganz kurz sagen, einen Moment, ich bin sofort wieder für Sie da. Einmal auf die R-Taste drücken, wenn wir noch ein altes Telefon haben, wie auch immer, stumm schalten. Und dann kann man sagen, ja, hallo, guten Tag, Herr Müller, geben Sie schon mal Ihre Versicherungskarte. Schön, dass Sie da sind. Nehmen Sie eben geradeaus Platz. Sie kennen sich ja schon aus oder so. Ja. Und dann, ja, hallo, wir können jetzt weiterreden, bla, bla, bla. Das wäre schon, dass wir schon ein bisschen drüber hinausgehen. Es kann aber natürlich auch Begeisterung sein, dass dann der Blickkontakt kommt, dann gibt es vielleicht ein Zeichen zur Kollegin nebenbei, die kommt sofort rumgeflitzt und sagt, ach, Herr Müller, schön, dass Sie da sind. Sie sind heute das erste Mal hier. Ich führe Sie eben einmal ganz kurz rum. Hier vorne ist das WC. Hier können Sie Ihre Jacke hinhängen. Da vorne bekommen Sie einen Kaffee. Wie trinken Sie den denn am liebsten? Dann bereite ich den schon mal vor. Wir haben jetzt noch ungefähr 10 Minuten Wartezeit für Sie. Dann geht es gleich los. Und hier ist das WLAN-Passwort. Ja, so. Aber ich glaube, dass auch das, weil wir hatten ja da schon mal bei der bei der Arzt-Kunden-Beziehung drüber gesprochen. Jetzt gewöhne ich mir das auch langsam an, dass man sich ja wirklich in Erinnerung rufen muss, wenn ich jetzt irgendwie nicht höflich bin oder wenn er sich irgendwie nicht gut behandelt fühlt oder wie du eben sagtest, wenn er es von woanders besser kennt, hat er ja auch immer die Möglichkeit zu sagen, ja, dann gehe ich halt woanders hin, ne? Ja, natürlich, das bleibt auch. Das ist jetzt der Punkt auch, dass wir quasi dann zielgenau auf die Kunden ansprechen, damit es für uns entsprechend passt. Ich gebe nochmal ein klassisches Beispiel aus der Praxis. Wir als Praxisinhaber und gerade im Bereich Zahnärzte, das ist ja so eine ganz komische Klientel. Und da muss ich sagen, was mir aufgefallen ist, die machen ja auch ganz gerne mal Cluburlaub in Hotels. Also bin ich überhaupt nicht der Typ für. Aber ich weiß, dass das viele machen. Die gehen auch mal in ein gehobenes Hotel, die gehen auch mal zum Sternekoch. Das mache ich zum Beispiel auch sehr gerne. Und dort erwarten die dann etwas Bestimmtes im Umgang und in der Struktur, wie es da ist. Wenn jetzt meine Auszubildende, wenn ich jetzt die mitnehmen würde, ich sage, oh, der gönne ich mal was richtig Tolles, ich nehme die mal mit ins Sterne-Restaurant oder so. Die wird vollkommen verzweifelt sein, weil die Zielgruppe überhaupt nicht passt. Die wüsste weniger, was sie dort zu essen aussuchen soll, warum sie so wenig kriegt, wie das mit den vielen Gläsern und dem Besteck. Das wäre im Prinzip nur eine Überforderung in dem Moment und überhaupt nichts Positives. So, jetzt drehe ich mal den Kreis dazu, was ich tatsächlich meine. So haben wir natürlich auch einmal unsere eigenen Vorstellungen von Service manchmal, die unser Team gar nicht erfüllen kann, weil wir es nicht ausreichend kommunizieren oder vormachen. Wenn wir sagen, ich möchte gerne 5-Sterne-Deluxe-Hotel-Rezeption bei mir in der Praxis haben und zahle meinen Assistentinnen den Mindestlohn und die gehen dann vielleicht nach Lorette Mar oder nach Palma irgendwie in so ein Saufhotel, ja? Woher zum Teufel sollen die wissen, wie so ein Service funktioniert. Die werden es genauso machen wie dort. Darum geht es auch in ganz, ganz vielen Praxen so wie in der Pommesbude, weil die einfach nichts anderes kennengelernt haben. Das ist jetzt keine Wertung oder nichts Negatives, aber das ist etwas, was mich dann als Inhaber vielleicht stören würde. Und es kann auch sein, dass es mich als Patient stört. Außer es ist genau das, was ich erwarte, was ich auch möchte, wo ich mich selber wohlfühle. Dann ist es wieder perfekt abgeholt. Und das ist halt wieder das, dass wir uns genau klar machen, wer sind unsere Patienten und darauf abgestimmt sollte dann auch der Touchpoint mit der Struktur des Kanu-Modells, so, da kommt der Punkt, dann quasi aufgebaut sein. Dass wir sicherstellen, Bedürfnisse sind erfüllt, Leistungsmerkmale sind klar und jetzt können wir noch ein paar Wow-Faktoren erzeugen, die aber auch zielgerichtet sein dürfen und nicht überfordern sollten. Ja, also abschließend könnte man dann das so zusammenfassen, dass das Kanu-Modell quasi auf diesen drei Ebenen beruht, die du eben gesagt hast, ne? Also einmal Basis, Leistung und Begeisterung. Und dass es aber auch wichtig ist, dass nicht nur ich als Chef
quasi weiß, was sich dahinter verbirgt, sondern dass ich auch dazu in der Lage bin, ja, meine Erwartungen oder auch das standardisierte Kano-Modell an meine Mitarbeiter weiterzugeben. Das sollte dann so das Ziel sein, damit am Ende der Kunde profitiert. War das richtig zusammengefasst? Ja, ganz genau. Das ist sehr schön zusammengefasst. Und ich will jetzt direkt noch eine weitere Ebene einmal aufmachen, die jetzt vielleicht nicht ganz genau zu der Frage jetzt gehört. Aber wir sprechen jetzt über Patienten und Kunden in der Regel. Wer genau verfolgt, wie ich zum Beispiel auch mit dem Thema Mitarbeiterführung, Mitarbeiter umgehe, der weiß zum Beispiel auch, dass ich auch dort den Begriff der Kunden verwende. Nämlich ich spreche von externen und von internen Kunden. Externe Kunden sind unsere Patienten, interne Kunden sind unsere Mitarbeiter. So, und jetzt kommen wir nämlich da zum spannenden Punkt, was das Kano-Modell angeht. So, jeder Mitarbeiter von mir, der hat auch eine Customer Journey. Die Customer Journey kann sein, vom Sehen der Stellenanzeige bis zur Kündigung oder Ausscheiden wegen Alter, kann aber auch ganz viele Mini-Customer-Journeys haben, wie komm morgens zur Arbeit, geht abends wieder nach Hause und so weiter und noch kleinere Mikroprozesse. Und dort habe ich jetzt auch wieder die verschiedenen Touchpoints mit meinen Mitarbeiterkunden in Anführungsstrichen. Und auch an diesen Touchpoints sollte ich das Kano-Modell irgendwie anwenden. Das heißt, wenn wir sagen, ja, meine Mitarbeiter machen nicht so viel, ich zahle denen auch schon das höchste Gehalt. Ja, ich zahle denen ein bestimmtes Gehalt und damit habe ich Grundbedürfnisse erfüllt. Jetzt ist die Frage, was gehört vielleicht noch dazu? Leistungsmerkmale könnten sein, ich habe einen vernünftigen Arbeitsplatz, die wissen, dass sie eine sinnhafte Tätigkeit nachgehen, dass sie nicht einfach nur irgendwelchen Schrott wegräumen oder so unwillige Patienten, die doof sind und unhöflich sind, behandeln, sondern die machen das Leben schöner ihrer Patienten, indem sie ihnen ein Lächeln schenken, Selbstbewusstsein, dass die plötzlich Dinge erreichen können, nur dank ihres Lächelns, zu denen sie sich vorher nicht getraut haben. Und ich habe daran teil. Das ist eine sinnhafte Tätigkeit. Und dann kann es vielleicht noch Wow-Elemente geben, wo man sagt, hey, das kann jetzt so vieles sein. Gerade sage ich mal, bei der neuen Generation ist das manchmal schwierig. Da ist meistens zählt Freizeit oder sag ich mal, Erlebnisse, dass man was zusammen unternimmt oder einfach mal früher Schluss macht oder so ganz blöde Kleinigkeiten. Im Sommer einfach mal plötzlich Eis kaufen geht, mitten am Tag und dann einfach mal 15 Minuten lang den Kalender leert, heimlich. Und dann Zeit hat, eben Eis zu essen oder irgendwie sowas. Das können Wow-Erlebnisse sein, jetzt im ganz kleinen Rahmen. Kann natürlich auch sein, was weiß ich, kenne Praxen, die fahren dann mit ihrem Team zum Kongressen in die USA oder so. Finde ich immer ein bisschen übertrieben. Für mich jetzt, das ist für mich nicht Lean, aber es ist cool, es ist eine gute Idee. Ja, und es geht in den Bereich. Und das ist jetzt auch das Kano-Modell dort nochmal wieder untergebracht. Ja, dann habe ich mir jetzt gerade schon im Hinterkopf gemerkt, wenn wir dann das nächste Mal oder bei einem der nächsten Mal über Mitarbeiterführung sprechen, das steht ja auch noch auf meiner Liste, dass wir da vielleicht nochmal aufs Kano-Modell zurückkommen und quasi Mitarbeiter als interne Kunden sehen, fände ich dann ganz interessant. Und ja, genau, dann machen wir das Thema da nochmal auf. Ja, dann würde ich sagen, machen wir für heute erstmal Schluss. Kano-Modell ist soweit klar, Kunden auch. Ja. Und dann in einem der weiteren nächsten Interviews, die wir dann wieder machen, da geht es dann darum, wie bringen wir das jetzt auf die Mitarbeiter?